Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online von wegen. Wir sind bei Fiesta Online und ich bin auch diesmal nicht allein. Ich habe den Isia bzw. Frozenheart und die Elika mit am Start, welche ja, teilweise zumindest ein und dieselbe Person sind. Elika ist natürlich, ja, eine ganze Klasse für sich. Aber Isia ist unfrozen, wissen wir ja mittlerweile. So, okay, wir gehen zur Daily, denn da geht es natürlich los. Und ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Übrigens, sieht immer so komisch aus, Cam. Nein, ich habe kein Schnurrbart. Das ist ein 2-3-Tage-Bart. An den Seiten sieht man das noch nie so richtig. Das ist doof. Naja, gut. Deswegen bin ich normalerweise auch immer glatt rasiert, aber hat heute nicht geklappt. Beziehungsweise 3 oder 4 Tage könnten sogar schon ein Bart sein. Ah ja, ich bin heute richtig ungepflegt. Das will ich nachher noch machen. Ich war tatsächlich aufgestanden, hierher gehüpft. Mit der Kaffeetasse kurz noch was gegessen und danach geht es nochmal ins Bad und danach gehen wir einkaufen. So sieht der heutige Plan nämlich aus. Der wird dann auch durchgesetzt und umgesetzt, oder hast du nicht gesehen. Trotz dass natürlich wieder auch hier in Sachsen, ich bin Sachse, ihr wisst ja, wieder viel schließen muss. Und wie gesagt, ich kenne natürlich viele, die ungeimpft sind. Ach du Scheiße, ist hier was los. Ich kenne natürlich viele, die hier ungeimpft sind. Aber, die sehen es dann halt auch nicht ein, dass gerade diese Einschränkungen gerade oder zu Großteilen auch auf ihrer Verantwortung lasten. Nicht 100%, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Zu großen Teilen. Dass alles, was jetzt gemacht werden muss, dafür verantwortlich ist. Und ich muss sagen, es ist auch mehr, als ich mit gerechnet habe, weil wir sind, welche Seite bin ich denn jetzt? Ich bin hier rum. Okay, und es ist mehr, als ich mit gerechnet habe, einfach weil wegen ISO. Es ist, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, es wird auf jeden Fall, der Winter wird nochmal schlimm werden. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er so schlimm wird, wie er wird. Eine Probe. Danke. So. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er so schlimm wird, wie er wird. Einfach weil, ich brauche ja gar nichts machen. einfach weil ich weiß nicht, das ist... ich wusste, ne, es wird Impfdurchbrüche geben, das war ganz klar, ne? Dass die Impfung nachlässt, das war eigentlich auch klar, auch wenn es nie so wirklich jemand erwähnt hat, aber das ist halt normal. Dass es viele Ungeimpfte bei uns gibt, auch das ist normal, damit habe ich auch gerechnet. Dass es aber halt doch die Zahlen so weit in die Höhe schließen, damit habe ich nicht gerechnet. Das liegt aber nicht daran, dass die Impfungen nicht wirken. Das sieht man ja ganz deutlich daran, dass die Krankenhäuser trotz Rekordzahlen noch immer nicht voll besetzt sind. Es geht an die Belastungsgrenze ran und wir werden sie wahrscheinlich sogar überschreiten, wenn man bedenkt, dass jetzt erst zugemacht wurde und wir die Effekte erst in 2 Wochen und in den Krankenhäusern vielleicht erst in 3 Wochen sehen und es so lange noch steil nach oben geht. Wie gesagt, man rechnet halt nicht mit so extremen Auswirkungen. Natürlich, wie gesagt, bei einigen hat die Impfung nachgelassen. Möglicherweise bei mir selbst auch. Deswegen gehe ich ja am 2. Dezember, habe ich meine Booster-Impfung, die bekomme ich da. Bin ich schon seit ein paar Wochen angemeldet. So, wie lang? Okay, wir rennen einfach hinterher. So. Und weil ich zur Booster-Impfung angemeldet bin, versuche ich mich natürlich auch pfleglich zu behalten. Dann ist es natürlich so, viele Leute halten sich an gar nichts mehr. Mittlerweile ist ja sogar so da, wo Maskenpflicht ist, ne? Kenne ich genug Leute, oder habe ich schon genug Leute gesehen, sagen wir es mal so, die da ohne Maske reingehen und sich stark fühlen. Ja, danke für nichts. Danke für nichts. Denn, ich wiederhole es nochmal, die Maske selbst stützt ja nicht dich. Du schützt andere vor dir, solltest du infiziert sein. Danke für nichts. Ne? Weil wenn diese Leute dort reingehen, natürlich die ganzen Aerosole, die die haben, die verstäuben sich schön fein in der Luft, wird natürlich nicht mehr gemacht, dass das von den Leuten kontrolliert wird. Das verstehe ich auch durchaus, ne? Dass die Verkäufer, Verkäuferinnen wer auch immer da noch drin ist, die Security so weiter und so fort, dann sagen, nee, wir sagen da lieber nichts. Aus Risiko, oder wegen Risiko, weil es halt gefährlich ist, ne? Weil, was muss ich denn machen? Achso, ich muss das mal abnehmen. Na gut, ich renne mal Elika hinterher, die wird schon wissen, was wir machen. So, wie gesagt, können auch Lebensweise und Geister, achso, und steht sie ja schon, ich bin zum vielen, ja, ihr wisst schon. Okay, machen wir halt.
Ja, jedenfalls ist es so, dass die natürlich gerade durch diesen Tankstellenmord, muss man ja sagen, das war ein Mord für einen Typen, der einfach keine Maske tragen wollte. Und sowas, da sieht man schon mal, wie radikalisiert diese Seite ist. Es ist schwierig. Ne? Deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass mittlerweile wirklich Leute sagen, ja okay, wir müssen sie zur Impfung doch zwingen. Also Impfzwang, zumindest partiell. Vielleicht würde ich sogar sagen, okay, ich würde das sogar akzeptieren für Leute, wo Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, wo halt schon viel passiert ist, oder Leute, die halt oft mit Leuten in Verbindung kommen, da wo schon viel passiert ist, da wo potenziell stark weiter verbreitet werden kann. Ich krieg da trotzdem mit diesem Wort Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung. Das Problem ist aber, die eigene Entscheidung, die muss dann halt auch jeder für sich akzeptieren und halt auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn jemand sagt, ja okay, ich will mich nicht impfen lassen, dann ist das deren eigenes Bier. Ne? Das ist für jeden eigenen... die eigene Entscheidung. Allerdings, wenn jemand sagt, ich will mich nicht impfen lassen und da dann hinterher meint, brauche mich aber nicht an Regeln halten oder dass das keine Konsequenzen hat für andere, dann ist er einfach sowas von auf dem Holzweg. So. Bis auf den Geist halt. Ne? So. Naja. Da kommen wir auch noch mit drauf. So, und dann, wie gesagt, das ist natürlich wieder totale Ignoranz. Und die, wie gesagt, die Leute sind auch der Meinung, dass wir die hohen Infektionszahlen wie letztes Jahr hatten, weil das alles an den Geimpften liegt. Die sind natürlich schuld. Natürlich übertragen geht das mit weiter, aber die sind nicht schuld. Ne? Einer hat es davor noch ganz offen und ehrlich gesagt. Ja, es war viel mehr offen als im Jahr davor. Aber das ist natürlich nicht der Grund. Nein, das liegt natürlich nur an den Geimpften, weil die ja jetzt den Virus in sich tragen. So ein Schwachsinn. So. Ich gehe mal kurz abgeben. Auch alle Geister machen. Hab ich da eine U für? Wenn hab ich die nicht angenommen. Moment. So. So. Wenn habe ich die nicht angenommen, weil ich keinen Platz dafür habe. Ist egal. Ja. Gebe ich auch bei Ming oben, keine Ahnung. Ich guck mal nach. Ich guck mal. Aber Platz. Probleme bei West. So, genau. Okay. Haben wir mal geschreibselt. Ich guck trotzdem mal nach. Schauen wir mal einfach. Ich guck mal, ob ich die da oben noch mit angenommen kriege. Wenn nicht, dann kann ich es ohne ändern. Ansonsten machen wir das halt mit. Ist sie vielleicht auch eine WDH? Zumindest klingt das so. Schauen wir mal. Ich gehe mal kurz in meine Questliste L. Und guck mal, was ich hier unten alles so rumliegen habe. Richterin Milli, Obsthändlerin, bla bla bla. Luftbestäubung, nee. Wobei 18, wie viel Quest? Ja, es gibt halt ein bisschen was überall, ne? Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was ich annehmen kann. So, ja, Endes bitte. Daily Quest, die Daily Quest, das bringt ja auch schon wieder. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin echt überfragt, was ich hier abgeben soll und was nicht. Ne? Oh, AGW Lika. So. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir nehmen das hier an. Assassinenstreit könnten wir eigentlich auch. Also, wie gesagt, ich will nichts ausschmelzen, weil ich nicht weiß, was ich wieder kriege. Lika ist Level 135. Hat es ein bisschen vorgelevelt, hat es hingekriegt. Sehr schön. Sie ist ja sowieso ein bisschen schneller als ich, auch wenn sie eine Weile jetzt nicht da war. Möglicherweise hat sie jetzt wieder mehr Zeit, möglicherweise auch nicht, eben weil sie jetzt auch wieder jobmäßig Probleme bekommt. Das mag zwar schön sein, dass sie jetzt im Spiel sein darf, aber
wie gesagt, im Prinzip trifft es die, ne? Die Ungeimpften dürfen nirgendwo rein, machen es teilweise trotzdem, gehen trotzdem irgendwo hin. Das Geschäft wird kontrolliert, das Geschäft muss schließen oder es muss schließen, weil trotzdem die Zahlen so hoch sind. Ich habe nichts angenommen. Keine Geisterquest bekommen. So, vielleicht gibt's die auch erst ein Level später, ich bin mir nicht sicher. Aber ich hab's einfach wirklich verpeilt, das kann natürlich auch gerade sein. Ist egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich will nur quatschen erst einmal. Ja. Ach, die war auf Level, ja, okay, dann lag's daran. Okay. Ja. Jedenfalls, es ist, ne, wie gesagt, alles wird zugemacht, weil sich ein paar nicht impfen lassen wollen. Versteht mich nicht falsch, es gäbe trotzdem hohe Infektionszahlen, ne? Das wäre auf jeden Fall der Fall, wenn mehr geimpft wären. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist aber okay. Im Gegenteil, das ist sogar gut so, das muss so sein. Weil wenn das nicht der Fall wäre, wäre das doof. Denn. Ich gehe mal rüber zu den Notdosen. Im Notfall könnt ihr ja hier Geister hauen. Ihr könnt gerne Geister nebenher mitmachen. So. Okay. So. Aber auf jeden Fall, es ist halt. Es ist schwierig zu sagen, wisst ihr? Die Leute haben, wie drücke ich es am dümmsten aus? Die Leute haben halt dieses und jenes und haben halt nicht gesehen und hast dann nicht gesehen und so weiter und so fort. Es muss teilweise zugemacht werden, weil manche Leute das einfach nicht kapieren und es auch nicht kapieren wollen. Deswegen bin ich wirklich langsam, obwohl ich einer bin, der sagt, ja okay, Impfung, nee, lassen wir mal ganz gepflegt beiseite. Bin ich so langsam einer, zumindest in gewissen Reichen, in der Impfpflicht wäre nötig. Also Impfung lasse ich nicht beiseite, aber die Impfpflicht, ne? Weil, wie gesagt, natürlich ist jedem seine eigene Entscheidung. Allerdings scheinen die Leute nicht weit genug zu denken, um die Entscheidung, die sie treffen, auch mit allen Konsequenzen akzeptieren zu können dann. Denn wenn die Konsequenz ist, sie müssen halt zu Hause bleiben, gibt ja faktisch schon Lockdowns für Ungeimpfte in Bayern jetzt, soweit ich gelesen habe, oder aber bei uns in Sachsen Minimum. Aber auch da, wie gesagt, möglich mit Option auf, wir machen noch mehr zu. Da muss ich dann sagen, ja, es ist, ne, jetzt bin ich schon auf dem Tierchen, obwohl er noch gar nicht tot war, jetzt ist er tot. So, es ist zum Kotzen, ne, um es wirklich ganz klar zu sagen, es ist zum Kotzen. Und dass die Leute dann ihre eigene Verantwortung nicht eingestehen wollen, das ist das Schlimmste, was es geben kann. Klar, natürlich, jeder, der geimpft ist und sich trotzdem nicht an Maßnahmen hält, ist auch mitschuldig. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, aber dann gibt es halt Leute, die meinen, ist doch nicht so schlimm und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, gehen halt, weil sie jetzt niemand mehr aufhält, weil ihr halt die Anweisung erteilt wurde, damit halt nicht noch weitere Leben oder Gesundheiten gefährdet werden. Auf diese Art schreitet keiner mehr ein, obwohl es verboten ist, ohne Maske reinzugehen, schreitet aber keiner mehr ein. Es wird nichts dagegen unternommen. Die fühlen sich jetzt groß. Sind vielleicht krank, haben vielleicht noch nicht mal mitbekommen, das ist ja immer noch das Hauptproblem bei Corona, ne? Dass es die meisten Leute, die sich infizieren, aber es nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht mal ein kleines Schnüppeli haben oder dieses und jenes, ne? Das trifft einen Großteil der Leute, immer noch. So, und dieses kleine Schnüppeli dieses kleine Hin und Her, natürlich, wie gesagt, kannst du nicht bei jedem Scheiß annehmen, ja, ist halt das böse Corona. Ist ja auch richtig und es ist auch wichtig, dass es so ist. Aber wie gesagt, sich dann groß zu fühlen und zu sagen, jo, okay, es könnte ja sein, dass ich, aber ist mir ja egal, wenn hab ich's ja schon weg. So sieht's doch aus. Ne? Ich schütze ja nur die anderen. Ich kann da ja vollkommen egoistisch sein. Ist mir doch scheißegal, was mit den anderen passiert. Ja. Aber auch da muss man sagen, ne, fühlt euch ruhig groß, auch da muss man sagen, jeder andere, der sich infiziert und potenziell trägt das jeder andere dann weiter, ja, der sorgt dann auch dafür, dass du wieder Einschränkungen hast. In anderen Worten, ich habe schon mehrfach gesagt, sämtliche Einschränkungen, die jetzt wieder getroffen werden, egal für wen, sind selbst gebaut. Ne?
Natürlich, teilweise viel härter, als sie sein müssten, weil viel zu spät. Wobei ich selbst, wie gesagt, es ist richtig, dass jetzt nicht mehr auf die Infektionszahlen gesehen, geschaut wird. Die sind ja deutlich höher als das, was jetzt da ist. Aber halt, es muss halt stärker auf die Krankenhauszahlen und mit einem größeren Puffer hätte da drauf geguckt werden müssen. Das ist mehr oder minder das Hauptproblem, denn, ja, wie gesagt, hier in Sachsen, in Bayern, geht es ja so langsam los, dass die Krankenhäuser überlaufen. Und das wird jetzt noch 2-3 Wochen so weitergehen, bis es da eine... bis es dann einen Abschluss kriegt. Und Fakt ist, wir kriegen den Virus nicht mehr los. Das heißt, irgendjemand, jeder, der ungeimpft ist, würde ihn sowieso irgendwann bekommen haben. Und wenn er sich jetzt nicht dafür entschieden hat, naja, vielleicht entscheidet er sich dank 2G dann doch dafür. Aber dann hätte das eher eingeführt werden müssen, um zumindest ein paar Leute davon zu überzeugen. Aber ich kenne genug resistente oder renitente Leute, die dann sagen, nö, ich gehe trotzdem hin. Vielleicht kontrollieren sie mich ja nicht. Wenn sie mich kontrollieren, dann mache ich einen riesen Aufriss und dieses und jenes. Ja, sowas gibt's. Solche Idioten gibt's vielleicht werden sie mich ja da behalten und wenn nicht, dann beschwere ich mich überall und hast du nicht gesehen und dann mache ich wieder buh, die bösen Corona, aber obwohl ich habe ja die Entscheidung selber getroffen, aber das ist mir ja egal. Das ist meine Entscheidung und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die Konsequenzen zu ignorieren. Jo. Ach. Ihr merkt schon, ich bin heute wieder ein bisschen verärgert, ne? Weil letzten Endes, es sind ja auch viele unnötige Leben, die da dran glauben müssen dann am Ende. Es sind viele Leute, die da einfach, die einfach unnötig sterben, ne? Die Infektionszahlen wären so hoch, aber die Sterberate ist ja schon gesunken. Das liegt an den Impfungen. Auch die Krankenhausrate ist gesunken. Das liegt an den Impfungen. Natürlich ist auch der Rest gesunken. Natürlich nicht auf 100%. Ich meine, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Natürlich liegen auch Geimpfte im Krankenhaus. Das ist ganz normal. Das ist, es wirkt nicht zu 100%. Das war von Anfang an gesagt. Entsprechend wird es Impfdurchbrüche geben, dass die Impfung auch nachlässt. Das war klar. Das sollte jeder mit ein bisschen logischem Verstand auch einberechnen. Wie stark... Ich konnte es nicht vorausberechnen, ich bin aber auch kein Virologe. Wie gesagt, dass es da halt mehrfach und zusätzliche Impfungen und dass es doch nicht ganz so effektiv wird, ja, auch das war klar. Auch war klar, dass potenziell bei größeren oder bei größeren Mutationen des Virus potenziell dieser ganze Impfschutz gar nicht mehr wirkt oder immer schwächer wird. Und wenn das wirklich passiert, dass der noch weiter mutiert, dass wir nach Delta noch eine Gamma-Variante oder sowas bekommen, wo der Impfschutz oder wo die meisten Impfungen gar nicht mehr drauf ansprechen, ja, herzlichen Glückwunsch, dann machst du jetzt vielleicht eine Booster-Impfung, musst aber danach nochmal hin, um dich gegen Gamma impfen zu lassen, weil der Virus so weit mutiert ist, so wie es bei der Grippe ja teilweise ist, dass der Impfschutz nicht mehr besteht. Wir können eigentlich froh sein, dass Corona so schwach mutiert. Denn die Grippe hätte bei diesen Infektionszahlen eine deutlich, deutlich höhere Infektionsrate an den Tag gewesen. Ich wüsste nicht, ob man so großartig mit dem Impfen hinterherkam. Oder hinterherkomme. Man könnte natürlich sagen, jo, okay, man kriegt da schneller einen Impfstoff rausgeballert. Aber man muss trotzdem hinterherkommen. So, und es ist... Ja, und dann stellen sich halt irgendwelche Tischler, Baumeister, Bauarbeiter, Fachangestellte für Informatik und hast du nicht gesehen, stellen sich hin und sagen, ja, ich bin der bessere Virologe, ich habe zwar nicht studiert, aber ich weiß genau, dass das alles so nicht stimmen kann und das ist alles Verschwörung. Ja, mittlerweile ist es auch, hat sich wohl auf YouTube einer dieser Top-Querdenker, so ein Querdenker-Anwalt, drüber beschwert, dass halt viele dieser führenden Köpfe, dieser Ballweg, der hier die ganzen Demos organisiert hat, unter anderem dieser hier Schwindelarzt, mit dieser, der ja, wie hieß der Typ? Ist egal, und so weiter und so fort, das hat mittlerweile sich einer aus der eigenen Reihe beschwert, dass die in Wirklichkeit, sag mal, der ganzen Bewegung schaden, der glaubt immer noch nicht, dass Corona gut, böse oder hast du nicht gesehen ist, aber dass die der ganzen Bewegung schaden, indem sie Unwahrheiten verbreiten, einfach nur, weil sie Geld verdienen wollen, weil sie unter jedem Scheiß ihren Spendenlink drunter hauen. Und dass die sich mit teilweise Millionenbeträgen abgesetzt haben,
Ne? Also Sachen, die ich vorher schon vor Monaten und Jahren gesagt habe, also Jahren, ja doch, Jahren mittlerweile schon, dass genau das der Fall ist. Und herzlichen Glückwunsch. Gerade bei diesem Schwindelarzt habe ich das von Anfang an gesagt, dass das, was der da in den Raum wirft, zumindest das eine Video, was mir da mal geschickt wurde, was mich ja davon überzeugen sollte, was so unausgegoren war und so viel Unsinn drin war, dass ich gesagt habe, wie gesagt, wenn der wirklich Arzt ist, muss der das eigentlich wissen. Der manipuliert. Und wenn das der Fall ist, dann macht er das nicht umsonst. Oh, guck mal, Malle ist da. Hi, Malle. Wie geht's, Kalle? So. 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 Okay. Auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, der muss das wissen. Der hat das studiert. Der weiß es. Der ist kein Virologe. Ne? Es ist immer noch ein Unterschied zwischen einem Virologen und einem Arzt für Schwindeltechnologie. Also für Schwindelkrankheiten, für Ohrensausen und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Bei ihm schwindeln wahrscheinlich eher in Lügen gesehen. Naja, auf jeden Fall muss man da sagen, ja, wie gesagt, ein bisschen näheres Verständnis müsste er haben. Aber da war es von Anfang an klar, weil der noch die krudesten Sachen geteilt und auch teilweise veräußert hat. Macht es ja auch weiterhin. Und da muss man wirklich sagen, dem wird wahrscheinlich schon klar sein, dass diese Dingens nicht ganz so läuft, wie er sich vorstellt, aber er kriegt halt massig Kohle dafür. Ne? Viele Dumme spenden ihm Geld und das Geld sackt er sich ein, wandert damit aus macht ein schönes Leben auf, was weiß ich, Malle zum Beispiel, keine Ahnung, wo er gerade ist, Argentinien, irgendwo so eine Ecke und geht dahin und macht sich dort ein schönes Leben. Mit Geldern, die für andere Sachen waren, war ja auch hier zum Hochwasser, da ist er ja auch wieder eingesprungen. Ja, hier, komm, spendet hier hin, ich schick das alles den Hochwasseropfern. Nur um hinterher, ach nee, ich durfte das gar nicht den Hochwasseropfern geben. Also wenn jetzt von meinen Leuten nichts da ankommt, dann geht das natürlich nicht. Und wenn, dann hätte ich das sowieso nur Leuten gegeben, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, ne? Und wo ist der Rest hin? Ja? Genau. Eigene Tasche. Und das war von Anfang an sowas von klar und so von was von wer hat es nicht kapiert? Helga Schneider. So. ich weiß gar nicht, ob ich auch noch solche Verwandlungsbonbons habe. Oder aber, ja, war ja Halloween, ich habe ja die Halloween-Quest nicht mitgemacht, aber manchmal kann es sein, dass ich hier irgendwo irgendwas rumliegen habe. Die finde ich ja ganz lustig manchmal, aber mehr halt auch nicht. So. Nichtsdestotrotz, weil, wie gesagt, solche Leute gehören eingesperrt, ne? Weil er müsste, und er hat ja auch, glaube ich, einen Haftbefehl. Aber ganz ehrlich, ich würde ihn sogar schon wegen Anstiftung zum Mord und teilweise. Also klar, das wird schwierig werden, solche Dinge umzusetzen. Aber ich würde ihn ganz klipp und klar für genau solche Sachen einsperren. Einfach so, weil es ist nichts anderes eigentlich. Ja, auch wenn er nichts direkt begeht. Aber er überzeugt mehr und mehr Leute für dumme Ideen, die dann das Zeug weitergeben. Denen sagt dann noch jemand, ja, das hat ein Arzt gesagt, also wird ja wohl stimmen. Manche Leute glauben das auch, ohne das nicht zu hinterfragen. Halten sich da nicht dran, sterben vielleicht an Corona. Im Prinzip ist das Mord oder Anstiftung zum Mord. Kann man nicht anders sagen. Ich wäre da ganz eiskalt. Dummerweise habe ich nichts zu sagen, muss ich sagen. Weil gerade bei solchen Leuten, ne, wie gesagt, jeder darf seine Meinung haben, aber dann soll er halt A sagen, dass es seine Meinung ist, weil das ist ja oft genug nicht der Fall. Oder wenn, dann steht er da, ja, das ist meine Meinung, dann könnt ihr mich nichts. Da wird dann halt gesagt, ja, hier, diese wissenschaftliche Scheiße, die da gemacht wurde, das ist meiner Meinung nach falsch. Ich meine, dass es regnet und dass der die Straße nass wird, meiner Meinung nach ist das falsch. Das kann meiner Meinung nach gar nicht sein. Da ist immer irgendeiner, der heimlich noch mit dem Gartenschlauch nachwischt. Das ist jetzt meine Meinung. Die ist offensichtlich falsch, deswegen muss ich jetzt sagen, dass das meine Meinung ist. Damit ich nicht strafrechtlich dafür belangt werden kann.
wobei das bei beim Ergebnis sowieso ein bisschen schwierig wäre, aber trotzdem, ne? So, ein kleiner Zwerg, Schleim, also ein normaler Schleim. So. Also, auf jeden Fall, ne, wie gesagt, das ist meine Meinung, da muss ich sagen, damit ich nicht dafür belangt werden kann, aber das ist auch falsch. Ne? Denn nicht jede, habe ich den Nutz vergessen? Tatsächlich. Nicht jede Meinung ist tatsächlich eine Meinung. Ne? Wenn ich der Meinung bin, du bist ein Arschloch und das so direkt sage, dann ist das keine Meinung mehr, sondern Beleidigung. Ne? Also jeder, der mir hier noch zuhört, da ist auf definitiv kein Arschloch. Also keine Sorge, fühlt euch nicht angesprochen. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ne? Oder ihr wisst, was ich sage, um von der Meinung mal wegzukommen. Natürlich, vieles, was ich hier äußere, ist auch meine Meinung und vieles muss nicht wahr sein. Vieles von dem aber, was ich weiß ich halt aus logischem Denken. Vieles ist natürlich hergeleitet, vieles ist überprüft, von anderen mehrfach bestätigt und hast du nicht gesehen. Wenn etwas mal nicht bestätigt ist und so weiter und so fort, dann ist es natürlich legitim. Letzten Endes, ihr dürft alles, was ich sage, immer als meine persönliche Meinung zu betrachten haben und das ist auch manchmal falsch. Ne? Das habe ich auch schon immer und von Anfang an gesagt. Aber das heißt nicht, dass es immer falsch ist, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich mich davor verstecke, es jemals gesagt zu haben oder sage, ja, okay, ist meine Meinung, wenn ich hier, was weiß ich, strafrechtlich relevante Dinge begehen würde, dann ist das nicht meine Meinung, dann ist das halt einfach wirklich strafbar und dann muss ich damit auch klarkommen. Ne? Deswegen, es ist so, sich dahinter zu verstecken, das Feigeste, was die alle machen, muss man sagen. Ne? Vor allem, wie gesagt, ein Arzt dürfte eigentlich keine Meinung dazu haben, sondern er müsste eine Stellungnahme dazu geben können. Ja, ein Keyring diesmal wird kleiner. Malle und Helga waren schon da. Wird langsam kleiner, die Geschichte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich sage. Ich sage ja auch immer nicht umsonst, ihr wisst, was ich meine. Das heißt aber nicht, dass ich mich dahinter verstecke und sage, ja, das ist halt meine Meinung. Meinungen, vor allem Meinungen, können sich auch ändern. Ne? Geänderte Faktenlage. Irgendwas ist anders, irgendwas sieht man. Wie gesagt, am Anfang kann man vielleicht mal sagen, ja, okay, hatten wir noch nie. Das ist fremd, deswegen verstehe ich durchaus, dass Leute sagen, ja, okay, das kann ja nicht sein, dass sowas überhaupt passieren kann, weil ist eine fremde ist eine fremde Situation, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt und dann kommt auf einmal jemand und sagt, ja, da gibt's eine große Pandemie und wir müssen alle zu Hause bleiben, aber gerade vor am Anfang war es ja nur so, ich kenne ja gar keinen, der das hat und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das anders. Gerade hier bei uns, ne, in der Region der Ungeimpften, wo die Inzidenzen ja besonders hoch sind, da wundert sich auf einmal einer und sagt, ja, warum ist denn das bei uns so hoch? Früher kannte ich gar keinen. Ja, weil sich selbst die gleichen Inzidenzen anders verteilt haben, nämlich gleichmäßig. Da war es halt so, dass halt Schleswig-Holstein zwar immer noch ein paar weniger waren, vielleicht halten die sich von Haus aus draußen dran oder sind von Haus aus... Habe ich jetzt eine... ich hatte eine 4 drauf. Oder halten sich von Haus aus dran oder ähnliches, keine Ahnung, da war von Haus aus ein bisschen weniger, vielleicht sind sie auch ein bisschen dünner besiedelt. Ich habe keine Ahnung, was da oben los ist, dass es da ein bisschen besser funktioniert, teilweise, ne, Schleswig. Aber auch da steigen die Zahlen, auch da ist es so, dass es ansteigt und auch da war es deutlich näher dran als jetzt momentan. Natürlich kommt auch da noch hinzu, ne, gesunde Meerluft, hast du nicht gesehen, kann man vielleicht auch noch mit reinrechnen, aber auch da kommt hinzu, da gibt es auch Kranke, da gibt es auch Tote und da gibt es auch natürlich jetzt Geimpfte und Ungeimpfte, aber halt deutlich weniger als bei uns. Ne? Bei uns sind das, hier in Sachsen meine ich jetzt, nicht bei uns in Deutschland, bei uns in Sachsen sind das ja etwas über 50%. Worauf ich schon mal froh bin, dass es wirklich etwas über 50% auf jeden Fall sind oder 60% vielleicht sogar, ich bin mir nicht genau sicher, aber es sind schon mal eine signifikante Menge. Ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass das teilweise anders ist. Jetzt weiß ich aber auch, dass ich gerade dummerweise in einem der Bundesländer lebe oder in einem der Landkreise, wo diese 50% eher ja, positiv geschätzt sein könnten. Ich habe keine genauen Zahlen dazu, das heißt, ich kann dazu nichts sagen, aber es könnte sein, dass diese Zahlen einfach nicht stimmen.
So, schreibt ihr mal was? Ne, schreibt ihr mal was. Für den Fall, dass jemand in die Kaku oder ähnliches will. Die warten nur auf den Nudus. Ich weiß nicht, ob der Geist noch gebraucht wird. Ist egal. So, ne, wie gesagt, zumindest sehe ich ja bei mir auf Arbeit, also man, auch wenn das wieder jemand nicht glauben mag, weil da sagen wieder alle, ja, ja, du wirst jetzt dran sterben und, oder aber dieses und jenes. Hm, na gut. Gibt immer noch Leute, ne, da ist der Sohn infiziert, hat Corona, der muss jetzt in Quarantäne, du kriegst dann halt gesagt, ja, okay, ja, mal sehen, wie lange du noch lebst, weil du bist ja geimpft. Ne? Unverbesserlich. Unverbesserlich. Es ist, gerade bei solchen Leuten, ne, die sind dann zu dumm oder zu stur oder beides, um auch mal einen Fehler einzugestehen. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, weiß man immer, aber ganz ehrlich, bei so einer Sache, ja gut, okay, konnte man ja nicht wissen, kann man ja vorher nicht riechen. Natürlich ist auch einiges schief gegangen, natürlich muss man der Bundesregierung, egal welcher jetzt, auch etwas mit Verantwortung geben, denn durchaus hätten da ein paar mehr Sachen gemacht werden müssen. Es hätte auch deutlich mehr kontrolliert werden müssen. Ne? Da wurden halt Verordnungen rausgehauen, ohne dass man die kontrollieren kann oder ohne dass das irgendjemand gemacht hat. Hm. Ja, klingt dann ein bisschen nach Polizeistaat, aber wir sind in einer Notlage. Punkt. Immer noch. Und wie gesagt, wer sich, ja, Teleport, schöne Sache. Und wer sich nicht dran halten will, der hat halt ein Problem. So, wir machen noch eine Runde, dann ist sowieso Schluss. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen angefressen, ne? Das ist, ich habe mich so weit wie möglich an alles gehalten. Lasse mich impfen, mach dieses, mach jenes. Wie gesagt, weil es zu viele gibt, die meinen, es dürfte nicht so sein, hat es halt nichts genützt. Oder hat weniger genützt, sagen wir es mal so. Nichts ist falsch. Denn ihr seht ja, die extrem hohen Infektionszahlen und im Vergleich dazu die zwar jetzt deutlich steigenden, aber trotzdem im Vergleich zu den Zahlen vom letzten Jahr deutlich. Wir müssen den Geist nicht machen. Okay. Die deutlich steigenden Krankenhauszahlen, aber die sind trotzdem noch deutlich niedriger als das, was letztes Jahr am Start war. Letztes Jahr hatten wir ein paar Krankenhäuslis oder ein paar Infektionen im Vergleich dazu, ne, zu dem jetzt, und hatten deutlich mehr Leute im Krankenhaus. Jetzt schon, zu dieser Zeit. Jetzt auf einmal sind die Infektionen teilweise fast, mehr doppelt so hoch will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, es sind deutlich, man sieht es in den Grafiken dann, man muss sich noch nur mal die Grafiken angucken, die Statistiken, auch die eigenen Querdenker, wage ich schon nicht mehr Querdenker zu sagen, Querulanten trifft es besser, die Querulanten selbst geteilt haben teilweise, die teilweise beschönigt waren, aber selbst da sieht man ja dann, dass da die Bettungszahlen im Krankenhaus kleiner sind als die früher. Wir haben jetzt auch weniger Pflegepersonal, das muss man auch dazu sagen, einfach weil unsere Regierung es nicht gebacken kriegt, den Leuten ein bisschen mehr Personal zur Seite zu stellen oder für eine bessere Bezahlung zu sorgen. Deswegen sage ich ja, das Gesundheitswesen gehört eigentlich, ich bin schon wieder an einer Quest dran, letzte Runde. So. Ich bin schon wieder an der Quest dran. Ja, wie gesagt, das Gesundheitswesen gehört eigentlich, wie viel einige andere Sachen, eigentlich in staatlicher Hand. Das hat nichts in der Marktwirtschaft zu suchen. Meine persönliche Meinung. Ne? Diesmal auch wirklich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass halt, wenn man mehrere Sachen in der staatlichen Hand hat, die eine auch mal Verluste fahren kann im Notfall, also sprich das Gesundheitswesen, dass man da sagt, ja okay, man investiert da Geld mehr und kann dann an anderer Stelle das Geld ein bisschen sparen oder eben aus dem Steuertopf noch ein bisschen zufinanzieren, dann passt das. So. So, kommen da alle mit? Ja, sieht so aus. Sehr schön. Wie gesagt, kann an anderer Stelle durch Steuern zufinanzieren, dann passt das, dann funktioniert das, dann braucht man auch nichts fördern, dann hat man das sowieso in seiner Hand, man hat die Kontrolle darüber, kann eins zu eins bestimmen, es gibt kein, man verschläft oder ähnliches, weil dann halt, nicht nach mehreren Zwischenschritten irgendjemand dafür verantwortlich ist, sondern direkt die Regierung, die eigentlich auch dafür die Verantwortung tragen sollten.
Ich weiß, dass es bei anderen Ländern, ne, brauchen wir hier nicht reden, Pixie, da hat jemand Spaß. Ich weiß, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, ne, deutlich, deutlich schlimmer ist als wie bei uns, aber ich weiß auch, dass es besser gehen kann noch. Ne? Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe dazu schon mal gesagt, wie ich das sehe. Da in dem Fall kann ich aber wirklich sagen, wenn es halt nicht umgesetzt wird, vielleicht sind da irgendwelche Sachen, die ich nicht bedenke. Ne? Wenn ich irgendwo meine Meinung äußere, kann es immer sein, dass ich irgendwas nicht bedenke. Vor allem, wenn ich eigentlich nicht da drin bin in dem Thema. Wenn ich das nicht weiß, dann sollte man vielleicht zu jemandem geben, der es weiß. Zum Beispiel Impfung, habe ich auch zu einem gesagt, ja, aber die ganzen Impfdinge und wer beraten mich da? Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, willst du mir das jetzt sagen? Dann habe ich gesagt, nee, ich will dir gar nichts sagen. Ich sagte, dass ich keine Nebenwirkungen hatte. Ich sagte auch, dass die Nebenwirkungen so verschwindend gering sind, dass es da keine Probleme gibt. Und wenn du wirklich eine Beratung willst, dann geh zu deinem Hausarzt. Dafür ist er da. Ja, aber der hat doch so viel zu tun und so weiter und so fort. Und dann ist das nur eine Ausrede wieder. Weil natürlich hat er viel zu tun, aber das muss ja nicht mal der Hausarzt machen. Die Schwestern sehen das doch nur auch. So. Ne? Geh mal durch. Also, hoffen wir, dass es nicht wieder noch schlimmer wird. Obwohl wir erstmal 2 Wochen ungefähr damit rechnen können, dass die Zahlen weiterhin steigen, trotz aller Maßnahmen, die getroffen werden irgendwo. Weil die Inkubationszeit muss ja mit durchgerechnet werden. Und es ist dann halt so. Gucken wir mal, was wird. Alles andere sehen wir später. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.